Ja, so, ich bin's nochmal, Dirk vom Kanal Diebär. Hier nochmal ein aktuelles Video von meinem Day-Wechselrichter, den ich so angeschlossen habe, dass hier nach dem Zähler alle drei Phasen in den Wechselrichter bei Grid reingehen und mein ganzes Haus, also die Unterverteilung hier bei Load, wieder rausgehen und daran hängt das Haus. Somit ist er 100% notstromfähig, wenn ich hier Grid abschalte. Das will ich euch gleich einmal zeigen. So, ihr seht hier, aus dem Netz holt er im Moment keinen Strom. Die Sonne scheint ganz gut. Ich bekomme Leistung von der PV-Anlage, zwar nur 410 Watt, aber ich habe auch nicht viel Verbraucher an. Es läuft das Radio und die Kühlschränke sind an, sonst und ein bisschen Licht. Und der Akku wird auch geladen. So, wenn ich jetzt, passt auf, den Grid-Schalter hier unten ausschalte. Ihr habt gesehen, das Licht ist angeblieben. Ich bin jetzt off-grid. Und das ganze Haus wird versorgt. Ich brauche gerade nur 80 Watt und der Rest fließt in den Akku. Also dieser Wechselrichter ist richtig angeschlossen. Bei Stromausfall schaltet er in Millisekunden um auf Akku und PV-Anlage.